Moin Moin, mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Game Testicle HD. Seit langem geht's hier mal weiter mit UFC 2 und dem Online-Modus. Wir sind hier mit Jorge Masvidal unterwegs und kämpfen heute gegen Carlos Condit. Also wir sind der linke Fighter, zwei Amerikaner, die hier aufeinandertreffen. Ab sofort wird's hier wieder wöchentlich UFC 2 online geben. Nach einer längeren Pause, weil mein Laptop ausgefallen ist, bin ich jetzt hier wieder zurück. Ich muss sagen, ich hatte ja auch den Karrieremodus hier gespielt, jetzt nach der zweimonatigen Pause, und dafür, dass wir bei dem Karrieremodus auch schon eigentlich sehr weit fortgeschritten waren. Wir waren Weltmeister in zwei verschiedenen Gewichtsklassen und waren eigentlich kurz vor dem Beenden der Karriere. Werde ich es dabei jetzt aber auch belassen, werde die Karriere nicht nochmal aufnehmen, weil es aus meiner Sicht keinen wirklichen Sinn dazu gibt. Und deswegen werden wir uns jetzt hier erstmal auf den Online-Modus beschränken. Ich werde jetzt also erstmal gucken hier, lange nicht gespielt, was wir denn hier gegen Carlos Condit ausrichten können. Er ist auf jeden Fall im Stand hier mit seinen Kicks bemüht. Wir arbeiten ein bisschen zum Bauch. Versuchen ihn jetzt mal in die Ecke zu drängen hier. Oh fuck, da hat er mich mit der Spinning Backfist hier umgehauen. Das war natürlich sehr blöd von mir, da die Deckung zu öffnen nach den beiden Bauchtreffern. So, jetzt ist er hier auf mir in der Side Control. Wir wehren den Pass hier ab. Er wollte in die Full Mount gehen. Wehren wir wieder ab. Schicken wir ihn zurück in die Full Guard jetzt. Schauen wir mal, was von da geht. Elbow hier von uns. Versuchen wir hier hinter ihn zu kommen. Das gelingt. Also schön der Sweep hier jetzt. Und jetzt sind wir hier in der besseren Position. Aber ich verkacke es da wieder rechtzeitig die Taste zu drücken, um ihn daran zu hindern. So, jetzt ist er hier in der Side Control. Er bearbeitet uns hier ordentlich. Jetzt gibt es hier wahrscheinlich die erste Niederlage seit langem hier. So, Full Mount können wir erstmal abwehren. Jetzt versucht er sich aufzurichten. Kriegt einen Schlag raus. Wir klammern ihn wieder an uns, versuchen ihn in die Full Guard zurückzuschicken. Er geht aber in die Top Mount. Jetzt wird es gleich Schläge hageln. Wir blocken hier erstmal. So, da kriegen wir ihn nochmal runter. So, da können wir ihn abblocken. Auch da können wir ihn nochmal abblocken. Jetzt versuchen wir hier wieder hinter ihn zu kommen, um das Ganze jetzt hier etwas besser zu machen. So, diesmal sollten wir das verhindert haben, nicht zweimal. Aber so wirklich. So, kriegen wir ihn jetzt hier nochmal auf den Boden. Aber er geht sofort wieder zurück in die Half Guard. Können wir noch ein paar Schläge setzen hier. Also er scheint hier besser drauf zu sein, was die erste Runde angeht. Wir gehen nochmal in den Clinch. Versuchen daraus nochmal einen Takedown anzusetzen. Das gelingt hier auch. Hier nochmal ein paar Schläge zu setzen. Aber ich glaube, die erste Runde geht hier an meinen Gegner, muss ich leider so sagen. Ich muss sagen, ich habe auch bei der Kämpferauswahl komplett gepennt. Ich habe hier auf meinen Laptop geguckt. Die erste Runde geht nach ihm, nach dieser Spinning Backfist hier, die mich umgekloppt hat. Jetzt können wir uns zurückarbeiten. Er eröffnet einfach mit dem Kick hier, der einfach schneller da ist. Oh, schade, da das Double Knee. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich könnte besser sein, aber mein Kämpfer macht nicht genau das, was ich will hier. So, jetzt da mal Schlag zum Kopf gesetzt. So, zwei Kicks zum Kopf gingen durch. Er hat die meisten mehr Treffer hier gelandet bisher.
kommt auch schneller durch. Ich verstehe es nicht. Condit hier der bessere Kämpfer. Versuch mal im Clinch zu arbeiten. Gehen wir in den Thai-Clinch. Direkt mal mit dem Ellbogen nachgesetzt. Dann können wir den Takedown nicht verhindern. Also ich bin hier wirklich ein Spielball seiner Aktion hier. Der Kampf, der geht, glaube ich, locker an ihn. Er hat den besseren Fighter hier. Mich ärgert, dass ich nicht diese Möglichkeiten hier habe, um ihn da einfach wegzuhauen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt wird er mich gleich hier gefinisht haben. Können wir nochmal verhindern. So, Glück gehabt, da sind wir nochmal rausgekommen. Wieder die falsche Taste gedrückt. Und jetzt ist es leider vorbei. Jetzt habe ich hier seit langem mal wieder einen Kampf verloren. Einfach ärgerlich, weil ich bei der Kämpferauswahl nicht aufgepasst habe. Er hatte einfach den besseren Fighter hier. Und im Stand hatte ich da keine Chance. Und im Boden war er auch besser. Ärgerlich. Wir können uns nochmal meine ganzen gesamten Ratings hier anschauen. 49 Siege, 4 Niederlagen. Total unnötig, dieses Ding jetzt hier. Ach Gott, fuckt mich das ab. Aber wir sehen uns jetzt im nächsten Kampf wieder. So, nächster Kampf jetzt hier im Halbschwergewicht mit Anthony Rumble Johnson gegen John Bones Jones. Also, ich habe hier Anthony Johnson, der ja bei UFC 202 Glover Teixeira in 13 Sekunden auf die Bretter geschickt hat. Einer der besten Knockout-Fighter hier überhaupt in der UFC. Der Mann hat Hände aus Stahl. Und wir kämpfen hier gegen John Jones, der ja vielleicht doch früher zurückkommt als erwartet und das hier einer der möglichen ersten Kämpfe ist. Ich bin der Meinung, Anthony Rumble Johnson hätte einen Kampf gegen Daniel Cormier verdient hier, weil er hat Glover Teixeira ausgeschaltet, den Nummer 1 Contender. Und deswegen bin ich der Meinung, er hat hier jetzt eben den Kampf gegen Daniel Cormier verdient. Aber Dana White hat ja auf der Pressekonferenz gesagt, dass er hier Anthony Rumble Johnson einen Kampf dann gegen John Jones sehen will. Weil er auch nicht will und Daniel Cormier auch nicht, dass John Jones erster Kampf hier direkt gegen Daniel Cormier stattfindet. So, er versucht hier den Takedown. Aber dann denke, das ist ein ganz ausgeglichenes Duell. John Jones ist natürlich hier der beste Fighter im Halbschwergewicht. Aber wir sind mit Anthony Rumble Johnson auch, ich glaube, auf Rang 3. Daniel Cormier dürfte noch davor sein. Und wir versuchen das jetzt hier klassisch gut zu lösen. Er hat natürlich hier Vorteile, was... So, jetzt mal drei Uppercuts hier. Er hat Vorteile, was die Reichweite angeht. Deswegen müssen wir auf seine langen Beine aufpassen. Aber Anthony Rumble Johnson hat hier die Power eben in den Fäusten. Denke ich, um hier John Jones auf die Bretter zu schicken. Da kam wieder ein Uppercut durch von uns. So, er versucht es hier immer wieder mit den Takedowns, die können wir immer wieder verhindern. Ich will hier gar nicht mit ihm am Boden kämpfen. Ah, jetzt kommen wir, jetzt haben wir nicht aufgepasst, schon wieder geht er hier auf den Takedown. So, das können wir verhindern. So, gehen wir in den Sprawl. Können wir aufstehen hier. Dann können wir hier eben den Takedown wieder verhindern und sind jetzt hier wieder im Stand unterwegs. Ja,
Immer wieder will er hier den Kampf am Boden suchen. Will hier nicht gegen Rumble Johnson im Stand kämpfen. Blockt hier die meisten meiner Schläge noch ab. Und jetzt kriegt er den Takedown wieder durch. Also richtiger Wurstkämpfer hier, will nur wresteln. Und das mit John Jones. Damit haben wir auf jeden Fall schon ein Statement gesetzt. Dafür, dass er hier so penetrant eben auf den Boden gehen will, hat er Angst, gegen Anthony Rumble Johnson im Stand anzutreten. Wir müssen weiterhin die Takedowns verhindern und irgendwann kommen wir hier durch mit unseren Hammerfists, mit unseren Fäusten. So, da nochmal gut gesetzt. Jetzt zum Körper mal nachsetzen. Ah, fuck, jetzt drücke ich die falsche Taste, weil ich denke, der Freak geht wieder in den Clinch. Jetzt geht er hier in diesen scheiß Kruzifix. Ach, dieser scheiß Typ geht mir auf den Sack hier beim Wrestling. Der geht mir sowas von auf den Sack. Er gewinnt diesen Kampf jetzt hier. Er gewinnt diesen scheiß Kampf, Mann! So unnötig, dieser Typ. Und da ist es vorbei, ey. Was ist denn heute los hier mit dem Mann? Der konnte nichts. So, diesmal sind wir wieder im Halbschwergewicht unterwegs. Jetzt habe ich hier selber John Jones genommen. Ich hatte keine Lust, zum dritten Mal wegen einem unterlegenen Kämpfer hier zu verlieren, weil Anthony Rumble Johnson natürlich in der Rückenlage alles andere als gut ist. Jetzt kämpfen wir gegen hier Anderson Spider Silva. Und jetzt haben wir definitiv nicht mehr den Nachteil, was den Kämpfer angeht. Und jetzt hauen wir den hier einfach zu Brei. Er kommt direkt wieder mit den Spinning Kicks hier. Okay, jetzt nervt mich das auch schon wieder. Ja, komm, den Spinning Kick. So, diesmal warte ich ab. Dann kommt der nächste Spinning Kick. Und komm, bring deinen Spinning Kick. Versucht hier wirklich mit den Spinning Kicks zu arbeiten. Ach, herrje, was habe ich denn hier 2 Monate vermisst? Jetzt kommen die hier die ganze Zeit mit diesen Gurkenkombinationen. Mal hier ein bisschen. Warum treffe ich den da nicht? Das verstehe ich nicht. Er kommt wieder. Ey, der macht die ganze Zeit nichts und drückt diese scheiß Taste. Ich verstehe das nicht, warum man diese Scheiße nicht blocken kann. So, jetzt mal weiterspielen. Was ist? Ey, ich block das Ding und es passiert einfach nichts. So, jetzt haben wir ihn auch angeschlagen. So, Kicks. Und ich treffe ihn wieder und es geht einfach durch. Das verstehe ich nicht. So, wieder angeschlagen hier. Jetzt haben wir ihn ein bisschen hier. Ich hoffe, es hat sich gleich ausgespinnt hier. Boah, ich hasse Leute, die einfach nur das gleiche spammen. Ey, das ist doch so sinnlos. Und immer wieder kommt er durch, weil ich es nicht verstehe, wie man diese Scheiße blocken kann.
Nochmal der Tritt gegen den Kopf. So, jetzt nochmal der Flying Knee und er ist nochmal angeschlagen. Also die erste Runde, würde ich sagen, geht an uns. Hey, dieses Spiel ist echt, bildet Aggressionspotenzial. Und jetzt geht er aus dem Kampf. Och, komm, ey. Komischer Vogel, ey. Jetzt geht er aus dem Kampf nach der ersten Runde, weil er aufs Maul bekommt, oder was? Ja, wir kriegen es als Sieg gut geschrieben. Also er hat gequittet hier. Okay, dann sehen wir jetzt noch einen vierten Kampf. Vielleicht sehen wir irgendwann mal einen sinnvollen Sieg hier von mir. Bis gleich. So, jetzt also mit Daniel Cormier gegen John Jones. Ich habe diesmal Daniel Cormier genommen. Jetzt sollten wir auf jeden Fall hier einen ausgeglichenen Kämpfer haben. Wir sind natürlich hier mit Cormier. Er versucht eben am Boden zu kämpfen. Der Wrestler hat natürlich auch Skills im Stand, so ist es nicht. Aber ich denke, am Boden fühlt er sich wohler, besonders weil natürlich Jones hier die Größen- und Reichweitenvorteile hat. Versuchen wir trotzdem erstmal uns hier Respekt eben im Stand zu verschaffen. Er kommt natürlich hier mit dem Kick, arbeitet er gut schon mal hier durch. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch jetzt hier schon, er kommt dann mit dem Kick zum Körper und setzt dann direkt nach. Diesmal direkt zum Kopf. Die langen Beine von John Jones fucken einen natürlich ab. Und deswegen holen wir ihn jetzt hier erstmal runter. Interessant, dass er sich natürlich sofort hier... So, jetzt sind wir hier in der Side-Saddle-Position. Versuchen ihn hier zu halten, das gelingt. Er dreht sich weg auf die andere Seite. Und jetzt ist er wieder in der Full Guard, da haben wir nicht aufgepasst. So, jetzt versuchen wir in die Top Mount zu gehen. Jetzt sieht's gut aus mit dem Finish hier, jetzt sieht's gut aus. Da kommt er nicht mehr raus, da kommt er nicht mehr raus. Wenn Cormier einmal da oben ist und der Gegner keine Ausdauer mehr hat, dann gibt's hier einfach das Ground and Pound Finish. Wenig spektakulär, muss ich jetzt auch sagen. Natürlich können wir da mit der Wärme, ich habe es im Stand versucht, die Reichweitenvorteile. Hat er hier exzellent ausgespielt mit den Kick-Kombinationen, deswegen kommt der Takedown da. Und den Boden hat er sich einfach nicht so gut angestellt. Ja, leider unsere Titelserie hier beendet eben mit 21 Titelverteidigung. Ärgert mich ein bisschen. Aber jetzt würde ich sagen, ziehen wir einfach noch einen Kampf durch. Ich nehme jetzt Halbschwergewicht hier raus, weil ich keinen Bock habe, jetzt zum vierten Mal hier im Halbschwergewicht zu kämpfen. Sorry, wenn da gerade ein komischer Sound zu hören war. Ich bin ans Mikro gestoßen. Bevor jetzt die ersten wieder schreiben, eben hast du dich aufgeregt, dass der andere den Takedown macht, jetzt machst du es selber. Ja, ja, ich weiß, das ist in der Hitze des Gefechtes. Und natürlich ist es jedem frei, da einen Takedown anzusetzen. So Kommentare reagiere ich dann gar nicht mehr. Chris Weidman. Sollen wir Chris Weidman nehmen? George St. Pierre. Nee. Anderson Silva. Ja, ich denke, ich nehme Luke Rockhold hier. Auch wenn er nicht mehr Mittelgewicht-Champion ist. Ich denke, das hat er seiner eigenen Arroganz zuzuschreiben. Nichtsdestotrotz glaube ich noch einer der besten Fighter hier, was das Mittelgewicht angeht. Wenn er die nächste Chance bekommt. Oder Chris Weidman. Ich denke, das sind so hier eben die beiden auch, die jetzt hier im Kampf gegeneinander antreten. Beide 31 Jahre. Ich denke, einer von beiden wird auch in naher Zukunft wieder der Mittelgewichts-Champion sein. Bisping und wird's, denke ich, bald abgeben.
Aber wer darf ja gegen Dan? Dan Henderson kriegt nochmal die Titelchance in Amerika. In Manchester, England gegen Bisping. Finde ich cool hier so als Karriereende von Dan Henderson. Oh, er hat auf jeden Fall hier scheint hier, was den Stand angeht, die besseren Kombinationen gerade auch zu bieten. So, da können wir mal kontern mit einem Tritt hier. Ja, nochmal zum Körper hier, dann zum Kopf. Diesmal gut geblockt. Warum kann er den direkt blocken? Er weiß doch gar nicht, dass der Jab kommt. Krass, wie er die Jabs blockt. Finde ich interessant. Oh, schöner Kick. Wir sind natürlich hier der Kämpfer rechts, ne? Nur nochmal. Für alle. Schade, da zu weit weg. Oh, schön. Richtung Körper. Gearbeitet. Ich denke, die erste Runde machen wir uns ganz gut bisher. Da haben wir uns natürlich jetzt den Uppercut gefangen. So, Nummer 2 ordentlich Richtung Körper gearbeitet. Setzt er hier nochmal wieder nach. So, jetzt ist er hier angeschlagen. Versucht den Takedown hier anzusetzen. Geht in den Clinch. Oh, jetzt will er hier mit uns ringen, glaube ich. Erstmal können wir den Clinch hier verhindern. Takedown auch verhindert. Und dann machen wir unsererseits den Double Leg Takedown hier, um nochmal kurz vor der Runde zu scoren. Ich denke, dass er nochmal gegen Rundenende hier gut aus sein Takedown verhindert. Selber eingesetzt. Plus den angenockten Zustand bei ihm. Ich denke, die erste Runde geht hier an uns. Gut hier im letzten Kampf des Videos nochmal ordentlich was zu präsentieren. So. Da wollte ich mal nachgehen am Boden hier. Okay, er scheint da... Ah, fuck, jetzt drücke ich die falsche Taste. Er kommt hier raus, das ist sehr ärgerlich. So, aus der Halfguard. Wir können uns in die Halfguard befreien. Da können wir den Reversal machen. Das war stark. Versuche jetzt hier einfach aufzustehen. Weil Whiteman, glaube ich, auch am Boden recht solide ist. So, dann nochmal den Kick gegen den Kopf gesetzt. Zweimal den gleichen Kick gemacht, wollte ich gar nicht. Also mal ein bisschen aufs Standbein hier auch zu gehen. Leg Kicks von Luke Rockhold auch sehr stark. Wie Conor McGregor es gezeigt hat. Gegen Diaz. Straight punch gets through. Joe
Nochmal gute Kombination hier von uns. Er blockt jedes... Oh, fuck, fuck, fuck. Mitten reingelaufen. Jetzt geht er hier auf den Takedown. Mann! Ja, können wir nicht verhindern. Was macht er jetzt? So, gehen wir zurück in die Full Guard. Versuchen wir den Reversal in die Top Mount hier. Super Ding von Rockhold. Gehen wir in die Side Control. Side Saddle sogar. So, da halten wir uns erstmal. Rockhold hat nicht die Ground and Pound Fähigkeiten, so wie das hier aussieht. Kriegen kaum einen Kampf, einen hier raus. Versuchen wir die Submission hier. Submission gegen White Man. Guillotine. Guillotine-Ansatz hier. Ah, fuck, da verdrücke ich mich. Das gibt's doch gar nicht. So, direkt in die Half Guard. Und dann ist die Runde zu Ende. Das ging jetzt schnell. Ich glaube, die Runde könnte auch an uns gegangen sein. Ich bin mir aber unsicher. Dadurch, dass er den angeschlagenen Zustand bei uns verursacht hat, dadurch, dass er den Takedown gemacht hat, geben wir die Runde mal ihm. 1:1. Also, letzte Runde hier. Er hat blockt immer meinen ersten Jab. Das verstehe ich nicht. So, jetzt gehen wir mal in den Thai Clinch. Ach, ich hab den doch geblockt! Ja, sowas fuckt mich ja ab, ey. Ich hab diesen Übergang geblockt. So, jetzt wieder zurück in die Top Mount hier. Da halten wir ihn jetzt. Ein bisschen Ground and Pound. So, weiter in der Top Mount hier. Und jetzt ist es vorbei, oder? Komm schon. Hau doch drauf da auf ihn. Der Schiedsrichter bricht hier ab. Wir gewinnen hier diesen Kampf gegen Chris Weidman. Er sucht den Takedown. Wir machen den Reversal in der Top Mount. Und dann kommt er da nicht mehr raus. Unsere Hammer Fist schlagen ein. Er ist hier K.O. Er verteidigt sich nicht mehr. Der Schiedsrichter geht dazwischen. Und damit gewinnen wir hier diesen Kampf durch TKO. Und ja, immerhin jetzt hier noch der Sieg in der dritten Runde. Bevor die Punktrichter da wieder zum Einsatz kommen. Ich hoffe, euch hat hier diese Folge gefallen. Auch wenn es am Anfang, ich mich immer aufrege in diesem Spiel. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Paddy hier bei Game Testicle HD. Ciao, Leute.